Heute begrüße ich Sie und möchte Sie noch einmal aufmerksam machen. Es gibt eine Literaturempfehlung, die über Jahrtausende wieder weitergegeben wurde. Es handelt sich dabei um von einem alten Mann geht es, der alle seine Kinder verloren hat, plötzlich durch höhere Gewalten und durch kriegerische Auseinandersetzungen. Und während er alle seine Kinder, also seine männlichen Jungs verloren hat und auch die Mädchen, und sein ganzer Besitz zusammengestürzt ist, und er ist ihm die Frau auch noch untreu geworden und hat ihn verspottet in seinem Elend. Und die Freunde hatten ihn nicht mehr gut beraten wollen in seiner Notlage. Und da hat er auch den Tierbestand und seinen Hof und seine Gewalt verloren, also seine Macht. Verstehst? Dann ist aus einem ganz reichen Menschen plötzlich ein kranker Mann geworden, der sich gewunden hat in seinem Schmerz und sich die Asche und mit Glasscherben und mit Asche versucht hat, seine Geschwüre von seinem eigenen Leib zu kratzen, vor lauter Schmerz und Schande, verstehst du, und Schmach. Und diese Geschichte heißt bei uns Jobe. Es ist im deutschen Sprachraum unter Hiob oder Ichob auch bekannt. Also, wenn ich das einführen wollte, dann geht es im Grunde darum, dass ich sage, il libro di Giobbe un capolavoro della letteratura universale. Das heißt, es handelt sich hier um ein Meisterwerk der universellen Literaturerzählkunst. Das heißt, es gehört einerseits kann man es einreihen in die Weltliteratur der Größten, also so ähnlich wie ein Nobelpreisträger oder noch mehr, verstehst? In die Poesie, in die Erzähl- und Dichtkunst. Andererseits kann man auch sagen, ist es ein historischer Beleg, aber andererseits kann man wieder sagen, es ist auch ein Bruchteil, ein Dorso der 66 Heiligen Schriften des Israelitentums bzw. des Christentums, also der Christianität, also die gebildet wird von Alten und Neuen Testament, wie wir sagen auch. Also das Meisterwerk. Sia per eterno problema che agita il dolore dell'innocente, ma anche per la smagliante veste letteraria che l'anonimo autore ebreo del secolo ha saputo darvi. Das heißt, es ist eine Erzählung von einem alten Mann, der sehr reich war, viel Kindersegen hatte, aber der ohne Motiv, ohne Ursache angefeindet wird von der allmächtigen Obhut, von den Naturgewalten, aber auch von den Mitmenschen und plötzlich alles unschuldig, also ohne es zu verschulden, verliert. Also es ist in einer glanzvollen, prächtigen Kulisse der Meistererzähler geschildert. Es wurde wahrscheinlich verfasst von einem hebräischen anonymen Autor oder Autorin, wie man sagt. Und das kann ich dann noch weiter machen, aber jetzt muss ich zur Messe, denn sie beginnt. Verstehst? Und die schönen Blumen habe ich damit gezeigt. Also die Geschichte Jobbe oder wie es im Deutschen bekannt ist auch Ichob oder Hiob. Ate.